Hallo, da sind wir wieder. Pepo und Gitte. Wir spielen Witcher 1 in dem zweiten Kapitel und sind jetzt hier in Visima in der Friedhofsgruft. Gucken wir uns mal das Skelett an. Schwarzpulver. Ja, irgendwann wirst du ja doch mal Bomben oder irgendwas. Irgendwann ist man wahrscheinlich froh drum, wenn man Bomben bauen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass das Leben doch erleichtert. Dahinter ist eine Holztruhe. Ich will hier ran. Ein Alkohol, ja. Schön draußen. Gut gekickt. So. Der hat nur Mark. Aber das ist ja das, was wir eigentlich brauchen. So, er ist hier ja wohl nicht. Ist das eine Bröselwand? Sieht nicht nach Brösel aus, aber man kann sie mal probieren. Und? Was? Nee, ich hab bloß alles Mögliche durch die Gegend geschmissen, aber mehr ist nicht passiert. Und gut, wir haben ja noch mehr Dinge zu untersuchen. Hier ist auch zugeschüttet. Aber gehen wir hier in den nächsten Gang rein. Neues Gebiet, sagt er. Das sieht stabil aus, da ist nichts drin. Das sind auch nur leere Fächer. Ein Schleifstein und ein Feuerstein. Sieht auch sehr massiv aus. Ja. War das ein kurzer Gang hier? Jetzt sind wir wieder bei der Fackel, genau. Du müsst jetzt hier weitergehen und zwar nach Norden. Oder wie? Sehr merkwürdig. Ich dachte, ich wäre hier runtergegangen. Ja, dachte ich eigentlich auch, aber kannst du nochmal gucken. Ich geh erstmal nach Süden. Ja, also hier. Ach, guck mal, Raimunds Leichnam liegt da hinten. Ach, bist du dann? Jetzt hast du den Beweis. Ja, hast du recht. Jetzt haben wir den endgültigen Beweis. Da hinten ist eine alte Truhe. Halt, hey. Also wirklich. Kommt von hinten. Ich meine, das ist für mich ein guter Beweis um die Theorie, die es im Grunde ja nicht nur ist. Erstmal. Ja, erst war es ja nur eine Theorie, ja. Und das jetzt bestätigt. Und wenn wir die Leiche haben, dann ist das bestätigt. Und noch ein Ghoul. Ein Alkohol wäre uns ein bisschen lieber. Wir brauchen nämlich noch einen. Ja, ich glaube, so geht's besser mit dem Aufnehmen. Wie mit dem Rumgefuchtel. Da wird man sickkrank, wenn ich immer so rumfuchtel. Hier ist eine alte Truhe. Mit Orens. Ja. Die nimmt man doch immer gern mit. Stabil aus. Hier ist ein Korb. Ah, Tafelwasser. Was lasse ich jetzt drin? Ich
eine ganze Menge Tafelwasser eingelagert. Ja, danke. Und schon habe ich es eingestellt. Ja, was kann man damit machen mit dem Tafelwasser? Einfach nur trinken oder so? Kann man nur trinken, macht Ausdauer. Aha. Ein unbekannter Trank. Und nur einer. Tja. Den kann man natürlich trinken, dann weiß man, was du hast noch einen unbekannten Trank mal irgendwo gekriegt. Ja. Aber das waren zwei. Da konnte ich einen trinken. Mhm. Und dann habe ich herausgefunden, dass der dazu da ist, dass man Unsichtbares sehen kann. Und da kann man auch durch die Wände gucken mit dem Trank. Na gut, dann weißt du jetzt, was ist denn, für den jetzt erkennen müssen, dass er also ja, der gleiche gewesen wäre. Davon gehe ich aus. Mhm. Ich lass mal liegen, da haben wir nämlich festgestellt, der bringt weniger. Ach. Hm? Ist mir der unheimlich. Ja. Ja, irgendwo ist er ein bisschen unheimlich. Aber wo? Gänseschmalz, Schwarzpulver, Swarovski-Runenstein und ein roter Meteorit. Die hier. Oh ja. Ja, die Waffe kannst du nicht mitnehmen. Was haben wir denn da? Die Keule, die ist uns irgendwo unterwegs wahrscheinlich alles in die Tasche gesprungen. So. Ich dachte, da kommt jetzt einer rausgesprungen, aber dem ist wohl nicht so. Ja. Ja, Ruhe. So, war das jetzt alles? Ganz danach aus. Na? Moment mal. Jetzt bin ich leicht verwirrt. Na, hier geht's doch noch nach Osten. Dann gehen wir doch nach Osten. Weiter. Was habe ich hier drin gelassen? Das Wasser, oder? Nee, das Wasser hatte ich. Ach, der Dolch, ja. Schon gut. Bringt ja auch nichts. Nee, bringt weniger wie eine Fackel. Ein Kuli. Es war ein Kuli. Zu. Was ist das denn? Schwefel. Aha. Sieht man auch nicht. Alles auch zu. Die Mauer sieht komisch aus. Geht aber trotzdem nicht kaputt. Naja, versuchen muss man es. Aber versuchen kann man es ja. Hm. Jetzt gucke ich aber nicht mehr rein in die. Da liegt die schwere Keule, die dir auch schon gefallen ist. So, das ist der letzte Gang, wenn ich das richtig sehe. Ja. Armer Reimer, hat er sich wirklich mit Recht Sorgen gemacht. Ja. Bis zu seinem, bis zum Verschwinden war es ja der echte. Ja. Aha. Ja, hier sieht alles aus. Ein Graweier sitzt dahinter, ein Ghoul. Die kannst du beseitigen. Aber du hast ja so richtig viel Magie, also Ausdauer. Wieso? Doch, hast du ja, klar, ist ja voll. Das Grüne ist ja Gift, ich fahre immer wieder drauf rein. Bisschen zurückgehen. Wer weiß, wie viele da drin sind.
einer nach dem anderen ist immer leichter wie alle auf einmal. Hat man schön zugemacht. Ja. Und der Leichnam irgendwo verschwindet. Entstellt wird. Warum steckt der jetzt sein Messer wieder weg? Gut, er schon wissen warum. Guck zu, wie sie sich aber den Leichnam hermachen, hä? Ja, kommen sie ja doch alle. Der eine geht wieder zurück. Das ist gut. Na. Ah, der sieht aber nicht hübsch aus. Hübsch hässlich. Ja. Na, also hübsch hässlich würde ich da jetzt auch nicht sagen. Nein, was hat der denn? Grabeier genommen. Ja, schon lustig mit diesem. Pretty ugly, ja, direkt übersetzt. Heißt ja eigentlich ziemlich hässlich. Ja. Na, ihr Bullies. Auch sie der normale Bullies aus. Einen Alkohol brauchen wir noch. Ach, ich muss ja in Sümpfe, ich muss wieder in die Sümpfe gehen. Ja. Argul und die Wölfe. Was müsst ihr denn da noch machen? Müssen wir im Ding drin. Ja. Questbuch nachgucken, was wir noch alles brauchen. Ja, und dann müssen wir noch den Turmauftrag machen. Dann müssen wir ja die ganzen. Aber der Turmauftrag Dinger. Gehört ja jetzt in, zum Hauptquest oder wie? Ein Flatterer. Oh, ein Flatterer. Haben wir was über den Flatterer gelesen? Der nicht schnell? Nee. Ach ja. Da kann man, glaube ich, irgendwas draufpacken auf die Waffe. Ja. Aber es lohnt sich nur, wenn es mehrere sind. Ja. Da gibt's eine Creme für Schwert. Denn der, was ich nicht. Ach, hier! Ja, das geht natürlich nicht. Was denn? Ja, ich bin hier voll. Oh. Ach, hat sie nicht da Sachen drin, die. Hier, den Feuerstein. Der kann schon mal weg. Ah, der Flatterer Fangzahn. Aber her damit. Ich gehe davon aus, dass da irgendjemand einen guten Preis dafür bezahlt. Mhm. Warum ist denn das jetzt so plötzlich so rot und so dunkel? Keine Ahnung. Das ist Licht. Da, wo die Lampen sind. Das Leichnam. Die Dankbarkeit des Totenbrüders. Der Mensch da. Ja. Ich muss dem Totengräber von meiner Entdeckung berichten und meinen Schlüssel zurückgeben. Mhm. Oh ja. Aber hier haben wir noch einen Altar zu besichtigen. Die anderen Wände sehen hier stabil aus. Zwei Ohren. Ja. Gut. So. Sonst was? Gucken wir nochmal auf die Karte, aber ja, das war's. Und hier ist zugeschüttet. Du auch, warum du diesen Räumen auch findest. Ja. Okay, dann können wir rausgehen. Ja. Ich guck ja schon richtig. Ich glaube, ich laufe falsch. Ja. Ja, du läufst genau in die entgegengesetzte Richtung. Ja, ja, mal wieder.
Jetzt gucke ich in die richtige Richtung. Tageslicht. Mhm. Hübsches Bild. Ja. Was klippert hier? Ertrunken vielleicht. Tanzenlaufen. Wie spät ist es denn? 18.30 Uhr und gefährlich, sagt er. Ja, ist ja auf dem Friedhof. Aber die Zeit ist wahrscheinlich noch gefährlicher. Ja. Du hast ganz schön lange in der Gruft. Ja. Die Leiter kann man nicht benutzen. Aber hier war ich ja auch schon, habe ich mich auch ja, schon umgesehen. Ich habe den Friedhof hast du jetzt nicht gründlich angesehen. Hier kann man nicht so laufen, wie man gerne möchte. Händlerviertel ist das falsche Tor. Ganz schön groß, der Friedhof. Ja. Hier geht's zum Tempelbezirk. Na gut, dann werden wir dem Friedhofswärter seinen Schlüssel zurückgeben. Mhm. Wenn er noch da ist. Oh, ist erst 6:30. Gut, müsste er da sein eigentlich. So lange arbeite ich meistens nicht. Da ist er. Was braucht ihr? Nix. Ich brauche nichts. Hier ist euer Schlüssel. Habt ihr etwas erfahren? Ich habe Raimunds Leichnam in der Gruft gefunden. Wie ist das möglich? Ich habe doch erst kürzlich mit ihm gesprochen. Jetzt bin ich mir sicher. Der Anführer der Salamander, ein Magier, der die Kunst der Illusion beherrscht, gibt sich als Raimund aus. Hm? Oh, etwas seicht, Liebling. Was? Naja, etwas seicht, Liebling. Also für jemanden, der sich nicht sicher war, hast du aber sehr überzeugend geklungen. Ja. Oh, dann wollen wir mal gucken. Ob Shani noch arbeitet, die müssen wir ja auch mal wieder besuchen. Entschuldigung, Herr Ritter. Könnte noch ein bisschen früh sein. Oh, hallo, Sultan. Ach, Sultan. Hallo, wie geht's? Wie steht's? Ja. Habt ihr einen Moment Zeit? Was liegt euch auf dem Herzen? Ich warne euch. Es geht um philosophische Fragen. Der Sinn des Lebens, wie? Das Böse, das Hexer bekämpfen, entspringt dem Chaos. Den Taten, die der Störung der Ordnung dienen. Denn wo sich das Böse ausbreitet, kann keine Ordnung etabliert werden. Statt dem Licht der Weisheit, dem Fünkchen der Hoffnung und leuchtender Wärme herrscht Dunkelheit vor. Und in der Dunkelheit findet man nur Blut, Fangzähne, Klauen. Wie im Umland. Schön ausgedrückt, aber wie die junge Zero in der Hochzeitsnacht zu König Friedank sagte, hat es auch einen praktischen Nutzen? Das Recht der Hexer, in dieser Welt zu leben und zu arbeiten, ist aus dem Gleichgewicht geraten.
da der Kampf zwischen Gut und Böse jetzt auf einem anderen Schlachtfeld und mit anderen Regeln ausgefochten wird. Das Böse ist nicht mehr chaotisch. Das Böse ist keine blinde, elementare Macht mehr, sondern befolgt Regeln im Einklang mit den Rechten, die ihm gewährt wurden. Es funktioniert gemäß Abmachungen. Das nennt man Fortschritt. Da wir mehr sind und länger leben, können wir einander zu Tausenden abschlachten. Fortschritt ist wie eine Herde Schweine. Sie bringt viele Vorteile mit sich, aber niemand darf sich wundern, dass alles voller Scheiße ist. Scheiße hin oder her. Hexer existieren, um Ungeheuer zu töten. Wie kann ich das, wenn die echten Ungeheuer sich hinter Idealen, dem Glauben oder dem Gesetz verschanzen? Das größte Übel ist moralische Relativität. Sie fordert mehr Opfer als die Katriona-Pest und alle Drachen zusammen. Hexer wird man immer brauchen, ganz gleich, wohin uns diese Schweinebande auch führen mag. Wie schon der alte König Desmond sagte, als er nach Benutzung in seinen Nachttopf blickte, das rationale Bewusstsein kann das niemals wirklich erfassen. Ich liebe Soltan. Danke, Soltan. Danke, Soltan. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Geh zum Schlosstor. Der Händler dort verkauft gutes Brot. Gutes Essen ist so schwer zu bekommen. Sollte ich mich sputen? Ja, wir müssen Aufschluss machen, nicht schön. Gut, gehen wir noch rein. Können wir machen. Wie sie mal ankommt. Nach oben, Pater. Seid mein Gast. Ich werde sofort gehen. Na schön. Du hast die Erlaubnis, dass wir mal Aufschluss machen. Ich habe nämlich nicht gleich eingeschaltet, die Uhr. Das ist ja sehr gut. Na gut, Shani ist da. Ja. Wir quatschen nächstes Mal mit ihr. Genau, alles klar. Bis dann. Bis dann, ciao. Tschüss.